Moin Moin und willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition auf der Cloud RAM. Und ich habe eben schon versucht aufzunehmen, aber irgendwie ging dann die Server wieder nicht mehr. Aber jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Ich wollte nämlich, ich hoffe das bleibt jetzt auch so, kurz mal gucken, was der Sari jetzt gemacht hat. Ich hatte ihn gefragt, ob er was Neues gebaut hatte. Er meinte ja, beziehungsweise weitergebaut. Hier hängt wieder ein Baum in der Luft. Und ja, da gucke ich jetzt mal kurz nach. Wir sind immer noch in Alpha-Bild 2. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Nacht natürlich dann schon jetzt die Alpha-Bild 3 rausgekommen ist. Aber das sind eh wahrscheinlich wieder nur Serververbesserungen, die dann da getätigt werden. Hoffe ich. Weil die haben es irgendwie ja ganz schön verschlechtert. Aber wollen wir mal nicht meckern. Es ist eine Alpha. Wir wissen, worauf wir uns hier einlassen. Und würde ich sagen, geht munter weiter. In der Hoffnung, es bleibt stabil. Da baut sich schon Saris Alter. Warum ist er? Mein Schweinchen ist immer noch so durstig. Alter, was hat er denn da gemacht? Ist ein richtiger Felsen geworden. Ah ja, wir haben ihn darauf angesprochen, dass er irgendwas anderes noch auf sein Dach tun sollte, weil wenn da ein Blitz einschlägt da oben, ich frage die ganze Bude ab. Er ist natürlich auf dem höchsten Punkt. Und so viel Realität hat Minecraft dann doch, dass wenn ein Blitz in bestimmte Materialien einschlägt, dass sie anfangen zu brennen. Eieiei. Alter, das ist jetzt alles hier... Ist das alles Wolle? Ernsthaft? Oh Gott. Das stimmt ja, das ist ja kein Zaun. Sari, hier kann man runterfallen. Alter, König Sari. Alter Schwede. Ja, das ist natürlich jetzt so ein kleiner Testbau. Er wollte einfach mal in die Moderne bauen. Finde ich, ist ihm auch sehr gut gelungen. Bin mal gespannt, wie das mit Texturenpacks aussehen könnte. Für Sari von Zockermacher. Okay. Weil... Ja, ihr wisst ja, Blocklauncher geht natürlich derzeit nicht, weil es nicht auf die 0.15 abgedatet ist. Wer weiß, wann sie es auch machen. Könnte ein bisschen dauern, aber das ist echt, Sari, nur gut ab. Was haben wir denn hier? Sein geheimes Lager. Superofen 1.0 noch? Hä? Wo ist denn hier hin? Nirgendwo hin. Schön. Hä? Das ist ein Baum. Geil. Schon irgendwie witzig. Da versteckt sich doch was. Hm. Wir kommen jetzt hier wieder raus. Gott, oh Gott. Verwirrend. Gucken wir jetzt mal kurz hier oben nach. Okay, jetzt bewusst. Ich wollte gerade sagen, dass verschiedene Holzarten benutzt, aber das ist ja bewusst so gewesen. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. So. Ich wollte ein bisschen... Scheiße. Ich verlaufe mich hier. Kohlefarm und so weiter. Ohne Moos nichts los, wisst ihr ja. Alter. Mann, Mann, Mann. Hui! Au. Ach ja, und hier seine. Okay, da kommt natürlich die Wolle her. Seine Monster-Schafzucht. Krass. Krass, krass, krass. Na, hier fehlt noch die Verbindung zu dem Weg. Schauen wir mal, wie das dann weiter aussehen wird. Jetzt will ich erstmal ein bisschen zurücklaufen. Ich glaube, hier direkt muss ich nicht runterbuddeln, weil, ja, ihr kennt ja die Leute hier. Buddelwütig. Cool das, hä? Gehen wir mal hier durch. Ui, ui, schön eingerichtet. Sehr schön. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unklug, ne? Das würdest du hier die beiden wegmachen. Holzkohle, Steinkohle. Und sogar das sortiert. Fleißig, fleißig. Ich bin mal so frei, weil... Obwohl, hier kommt man... Doch, kommt man durch. Okay. Löcher bitte zumachen, wenn es von Creepern ist. Wisst ihr? Oh Gott, muss essen. Und... Voll gefordert. So, dann machen wir mal ganz kurz hier... Weiter. Und vielleicht nochmal ein bisschen Wegeproviant mitnehmen. So, ja. Na, ja.
Einmal durchfriesen. Nee, das tausche ich jetzt nicht. Da. Immer nachpflanzen. Danke an den Ersteller. Ich würde es nicht wundern, wenn es Philipp war, aber es kann natürlich jemand anders gewesen sein. Gerne in die Kommentare schreiben. Wenn du es nicht schon in der letzten Folge getan hast, also hier. Achso, sein Schutzbunker. Gut, dann kann er rausgucken, ob Tag ist, ob er sich raustrauen kann. Bitte Namen an die Häuser ran. So, jetzt ist aber genug gemeckert. Jetzt wollen wir weiterziehen hier. Muss ja auch mal vorankommen. Mir gefällt das Lied, ich mag das. Oh. Okay. Okay, dann haben wir jetzt nochmal 2-3 Versuche. Ob der Server noch geht. Bei dem habe ich eine Ewigkeit gewartet. Keine Verbindung zur Welt. Na komm bitte. Okay, einen Versuch geben wir ihm noch. Ansonsten müssen wir die Folge leider abrupt beenden. Was mir tierisch leid tut. Aber ich habe nicht mehr so viel Zeit. Und ihr seht, das ist halt immer das Problem zur Zeit an der Alpha. Deswegen kann es auch mal sein, dass eine Folge nicht kommt, weil wenn die Server so rumspinnen, macht das ja keinen Sinn. Also verzeiht. Hoffe mal, dass die Bildreihe das eventuell wieder besser macht. Wenn ihr sonst noch Fragen habt zur Alpha oder so, wenn ich die beantworten kann, dann mache ich das auch gerne. Und wenn es nicht geht, wie ihr gerade seht, wenn sowas nicht geht, dann geht es halt nicht. Ne? Gucken wir nochmal kurz nach. Also das kann ich ja kurz nochmal eine Idee sagen. Ich könnte natürlich selber jetzt noch eine RAM erstellen. Nur ich würde selber nicht drauf bauen. Ich würde es eventuell einfach für euch zur Verfügung stellen und ein paar Leute da reinholen. Und dass die Leute dann einfach selbstständig, eigenständig da was auf die Beine stellen vielleicht. Und ja, ich dann hier und da vielleicht einfach mal eine Aufnahme auf dem RAM machen kann, um dann zu sehen, was ihr so baut, um es einfach mal zu zeigen. Wenn ihr was von der Idee haltet, würde es mich sehr freuen. Und zwar schön, dass jetzt das nur die Leute mitbekommen haben, die auch zu Ende geguckt haben. Schreibt mir gerne auf Twitter. Und falls ihr selber eine RAM habt, wie hier zum Beispiel, und was Schönes gebaut habt. Also es muss sich lohnen, dahin zu gehen, ne? Falls ihr mit mehreren Leuten seid und so weiter. Schreibt mir in die Kommentare, beziehungsweise schreibt mir gerne bei Twitter. Kann man sich besser austauschen. Und dann komme ich vielleicht mal rauf und wenn mir das gefällt, kann ich vielleicht auch eine Aufnahme drauf machen. Wenn die Server funktionieren. Wie zum Beispiel der letzte Nico LP, ich weiß, aber da möchte er gerne, glaube ich, bei OneClick reinkommen. Drück ihm die Daumen, dass es funktioniert. Und ja. So, das war's. Nochmal ein letzter Versuch. Ja. Tut mir leid, lass trotzdem gerne eine Bewertung da, würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach ich gut.